Im Freilandmuseum gibt es über 70 Gebäude und es wird ein neues eröffnet und ich bin schon ganz neugierig, weil ich darf heute mal reinschauen. Andrea. Hallo. Darf ich mal reinschauen? Ja, klar, komm rein. Ich freue mich schon voll. So, also wir wollen ja eigentlich jetzt noch gar so viel zeigen, weil wann wird es eröffnet? Am 24. September, also am Backofenfest Sonntag. Ja, aber jetzt muss man da ganz schnell ums Eck rumschauen. Ja, genau, wir gehen mal weiter. Ja, machen wir. Fangen wir hier vorne an. Ah, ja. Mhm. So. Was ist das für ein Gebäude? Also wie man hier ja schon sieht, hier steht ein Bett. Das war ein Wohngebäude. Hier hat eine Familie fast 70 Jahre lang drin gelebt. Mhm, aber das trägt den Namen Baracke. Genau, es trägt den Namen Baracke. Also Baracken, das waren einfach Gebäude, die konnte man schnell auf- und abbauen. Und die ist auch vorher anders genutzt worden. Interessant an solche Baracken ist übrigens, das sind viele Flügelmuttern. Man kann die relativ schnell auseinander und wieder zusammenbauen. Hier wird auch noch aufgebaut. Ja, wir sind noch nicht fertig. Es fehlen noch sehr viele Details, aber die wichtigsten Sachen stehen schon da. Die größeren Möbel, und das sind tatsächlich Originalmöbel, die auch 1956 schon hier in der Baracke standen. Das heißt, die Baracke steht in welchem Teil des Museums? In der neuen Baugruppe 20. Jahrhundert. Genau. Aber es gibt noch mehr Räume. Mhm. Wo gehen wir hin? Wir gehen nochmal weiter. Hier wird auch noch die Elektroinstallation gemacht. Genau. Ach, so cool. Ja, und dieser Raum hier, das war gleichzeitig Wohnzimmer und Küche. Da fehlt jetzt noch das Wichtigste, der Herd. Aber das Herz ist doch schon da. Das ist schon da, ja. Und man sieht auch, wo das Rohr hinkommt dann am Ende. Und das war so der Raum, wo man dann zusammen saß und gegessen hat. Mhm. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch einen Raum. Noch einen Raum. Schnell. Ja. Weil hier war dann noch ein Schlafzimmer. Die Familie, die haben hier ja mit 4 Leuten, später 3, Leuten hier drin gewohnt. Und hier wird jetzt wirklich noch aufgebaut. Ja. Da muss man noch ein Bett aufbauen. Das ist ja echt cool. Ja. Ist das schwierig, so alte Möbel mit aufzubauen? Kriegt man das wie bei einem Möbelhaus hin, oder? Unterschiedlich. Kommt drauf an, in welchem Zustand die Möbel noch sind. Ob Teile fehlen, ob Dinge irgendwie repariert werden müssen. Aber ja. Ja, also ist es schon anstrengend teilweise. Aber wir haben jetzt noch mal einen Raum, oder? Wir haben noch einen letzten Raum. Noch einen Raum. Der Raum ist jetzt etwas leerer als die anderen. Sieht jetzt irgendwie aus wie so ein Gemeinschaftsraum. Ja, wie ein Gemeinschaftsraum. Das hier, das war teilweise Werkstatt früher und teilweise Haushaltsraum. Da hat man dann die ganzen Sachen gelagert, die in den anderen Räumen keinen Platz mehr hatten. Und wir werden den aber als Ausstellungsraum nutzen. Hier wird eine kleine Ausstellung reinkommen über die Geschichte der Bessarabiendeutschen. Sicher auch vielen unbekannt. Ja. Das hört sich sehr spannend an. Und ja. Jetzt nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Wann wird das Gebäude hier eröffnet? Ab wann darf man hier rein? Ab dem 24. September um 11 Uhr ist da die Eröffnung und dann kann man auch gerne dazukommen und sich das anschauen. Da ist übrigens auch Backofenfest. Da ist auch Backofenfest. Und Jubiläum. Genau, Jubiläum, 40-jähriges Jubiläum des Freilandmuseums. Also da müsst ihr hierher kommen. Fast schon eine Pflichtveranstaltung. Sehr viel zu sehen. Sehr cool. Also mehr zeigen wir euch gar nicht, weil kommt lieber hierher und schaut es euch an. Genau.